Fängt natürlich an mit dem Spiel gegen Werder gestern. Mhm. Ein erfreuliches Ergebnis für Borussia. Zweiter Auswärtssieg in Folge. Eindrücke vielleicht direkt mal von dir an der Stelle. Ich glaube, es wird eigentlich ganz gut von Jan Sommer, war es, glaube ich, der es heute Morgen gesagt hat, beschrieben, als er einfach wieder gesagt hat, dass das Glück wieder ein Stück weit zurückgekehrt ist. Weil man hat eigentlich keine überragende Partie geliefert. Das ganze Spiel war eigentlich auf einem relativ mäßigen Niveau über einen Großteil der Zeit, besonders in der zweiten Halbzeit. Aber dennoch hat man das Spiel gewonnen und hatte bis auf ein paar kleine Wackler überhaupt nicht groß das Gefühl, dass Bremen ja, ein Tor schießt, geschweige denn gewinnen könnte. So war jetzt meine Einschätzung des Spiels. Ja, also ich denke, die erste Halbzeit kann man wirklich als gelungen bezeichnen. Da hat man eigentlich das gemacht, was als gute Auswärtsmannschaft gegeben ist, nämlich hinten sicher stehen, ein paar Nadelstiche nach vorne zu setzen. Da waren sicherlich auch noch ein, zwei Chancen dabei, wo man auch noch ein Tor raus hätte machen können. Man darf natürlich nicht unterschlagen, dass Bartels eine riesen Gelegenheit hat. Ja. 5 Minuten ungefähr nach dem 1:0 durch Hazard, was ja schon in der 12. fiel. Mhm. Wenn da natürlich ein präziserer Schuss kommt, dann wird Sommer da auch keine Chance haben. So hat er sehr gut reagiert und das Spiel lief so ein bisschen in unsere Richtung. Mhm. Leider dann in der Folgezeit aus meiner Sicht ein bisschen schludrig in den Angriffen. Besonders schlimm wurde das Mitte der zweiten Halbzeit. Da haben wir ein bisschen den Faden verloren. Obwohl die Bremer nicht besonders zwingend waren, haben wir es nicht gut rausgespielt in mehreren Situationen. Ja, und dann ist es halt wie in jedem Spiel, wo es nur ein Tor gibt. Am Ende versucht die eine Mannschaft dann den Ball nochmal hoch reinzuschlagen und dann kommt sie zwangsläufig zu mehr oder weniger halben Chancen. Irgendwie kann es dann immer noch passieren. Ganz interessant, was ich noch am Montag mit einem Kollegen besprochen habe, mit dem ich regelmäßig Fußball spiele, der übrigens auch Bremen-Fan ist. Grüße an der Stelle. er hat so, wir haben über das Spiel gesprochen. Jetzt. Warum? Überhaupt nicht. Nein. Wir haben ein bisschen über das Spiel gesprochen, was wir so erwarten. Und ich habe eigentlich so zu ihm gesagt, ja, ich gehe mal davon aus, dass wir eigentlich mindestens ein Tor schießen sollten. Aber Bremen ist vorne auch durch die gute Qualität, die sie da haben, gefährlich. Und ich finde, exakt das hat man in dem Spiel gesehen. Also Bremen hat wie immer mal die Schwächen hinten gehabt, aber vorne, gut, das Potenzial jetzt gestern nicht hundertprozentig abrufen können, aber man hat gesehen, dass es da ist, auch mit Kruse, Bartels und gut, Pizarro ist jetzt vielleicht ein bisschen durch die Verletzungspause noch nicht hundertprozentig auf dem Dampfer, aber da ist durchaus Qualität vorne dabei. Ja, aber sie haben es einfach nicht richtig auf den Platz gebracht. Also Gnabry, ganz furchtbare Leistung, muss man so hart sagen. Dem ist fast gar nichts gelungen, durfte trotzdem 80 Minuten spielen. Mhm. Da stimme ich auch Reporter Wasserzier dazu, der da bei Bremen doch einige harte Worte gefunden hat. Unter anderem auch, dass Fritz nicht gespielt hat. Ja. Für uns letzten Endes gut. Übrigens auch Bremen mit dieser berühmten Dreierkette, die ja auch bei uns im letzten Zeitraum versucht wurde. Auf jeden Fall. Ja. Und da kann man dann auch wieder ganz klar sehen, wenn so eine Dreierkette eben nicht defensiv genug ausgerichtet ist, entstehen zwangsläufig große Lücken. Bestes Beispiel unser Tor. Ne? Kramer macht das gut, erobert den Ball, rennt eigentlich relativ unbedrängt und die Szene hatten wir mehrmals, dass der Sechser von uns, entweder er oder Dahoud, 30 Meter in der gegnerischen Hälfte zurücklegen kann, um dann im Anschluss einen Pass zu spielen auf jemanden, der völlig frei steht. Da ist einfach bei denen nicht so viel Stabilität. Wir konnten das in dem Fall ausnutzen, leider nur einmal. Aber insgesamt, glaube ich, ist das ein verdienter Auswärtssieg. Auch wenn alle Statistiken lustigerweise mal wieder für den Gegner sprechen. Außer der Laufstatistik. Borussia hat halt in der letzten halben Stunde mehr oder weniger nicht mehr viel gemacht und sich eigentlich nur noch darauf beschränkt zu kontern, was dann, wie du auch schon richtig gesagt hast, einfach nicht mehr so gut funktioniert hat. Man ist wieder fast 120 Kilometer gelaufen, das war wieder der Schlüssel, dass man einfach viele Räume zumacht, nicht so viele heiße Situationen im Strafraum entstehen lässt. Ansonsten hat man wieder etwas abwartender, wieder etwas passiver gespielt. Es sind die einfachen Dinge, auf die sich der Trainer, glaube ich, konzentriert im Moment. Und das funktioniert. Es reicht dann gegen eine Mannschaft wie Werder, die verunsichert ist. Ja, absolut. Und wie gesagt, wir hatten noch viele größere Chancen, beziehungsweise auch Angriffe, die man hätte besser ausspielen können. Ich denke da jetzt ganz am Anfang, oder eher gesagt, kurz nach dem Tor an die Szene von Patrick Herrmann, wo er da gut bedient wird. Oder André Hahn, wo er dann in der zweiten Halbzeit einen etwas schwachen Abschluss hat. Waren immer wieder so Situationen. Ja, Hazard wird auch einmal schön freigespielt von Johnson. Genau, Mitte der zweiten Hälfte. Wo er sich den Ball, glaube ich, zu weit vorlegt. Genau, und dann ist er außen und könnte den eigentlich zurücklegen, hat sich den aber leicht zu weit vorgelegt. Das sind so Sachen, also ich meine, das war relativ einfacher Fußball. Klar lässt Bremen da auch einiges zu mit zwei, drei vernünftigen Pässen. Aber nicht viel Schnörkel, sondern einfach nur straight das Spiel durchgezogen. Und so geht's im Moment. Ja, und es ist erfolgreich. Es ist das zweite gewonnene Auswärtsspiel in Folge.
Es ist das dritte nicht verlorene, also 7 Punkte aus den 3 Auswärtsspielen unter Dieter Hecking ist natürlich eine super Quote, gerade ja. im Hinblick auf das, was vorher war. 3 Spiele in Folge jetzt in der Bundesliga gewonnen, dazwischen auch noch das Pokal weiterkommen. Im Moment läuft es wieder, auch wenn sicherlich noch nicht alles Gold ist, was glänzt, spielerisch. Ne? Nee, aber ich glaube, das erwartet auch niemand. Die Mannschaft findet jetzt wieder zu sich, findet auch wieder ja, das Selbstvertrauen wieder und besonders an Hazard kann man das sehen, dass da auch einfach wieder Zug dabei ist. Selbst ohne Stindl und Raphael hat das. Das darf man auch nicht vergessen, ne? Man spielt hier ohne seinen 1A-Sturm. Ne? Genau, und selbst ohne die beiden hat er einfach den Mumm gehabt, die Bälle zu fordern und sehr aktiv zu sein und ist ein bisschen auch vielleicht darauf sogar ein bisschen aufgeblüht. Er war auf jeden Fall stärker in der Verantwortung und ich finde, ja. er hat es gut gemacht. Er hat auch nachher, war noch am ehesten bemüht, so ein bisschen Sicherheit ins Spiel zu bringen, hat ein paar Bälle behauptet, als er dann auf der rechten Seite eingesetzt wurde nach der Drimmitsch-Einwechslung. Ja. Von daher, eine Kuriosität müsste man vielleicht noch besprechen. Tobias Strobel, gerade wieder genesen, kommt, um zu helfen, das Ergebnis zu halten und er handelt sich sofort die 5. Gelbe ein. Ja, wie das passieren kann. Als ich das gesehen habe im Fernseher, dachte ich auch schon, warum läuft er so direkt aufs Feld? Ist da jemand schon rausgegangen? Und dann hat man erst gesehen, dass Hahn noch auf dem Platz steht. Von daher, gut, passiert, ist, glaube ich, jetzt auch nicht so unglaublich wichtig, aber kurios auf jeden Fall. Ja. Wir nehmen es mit. Es sind 3 Punkte. Es ist ein Auswärtssieg. Es wird der Mannschaft helfen, sich weiter zu stabilisieren. Ja. Und dann muss man nicht jetzt irgendwie daran auch noch rumnörgeln und sagen, ja klar, es könnte an der einen oder anderen Stelle besser sein. Das wissen alle Beteiligten selbst. Hat man auch wieder an den Reaktionen nach dem Spiel gehört. Und von daher freuen wir uns erstmal darüber und hoffen, dass das auch Schwung gibt für die weiteren englischen Wochen, die jetzt folgen. Ja.